Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos Strikes Back. Moment, ich wollte eigentlich den Kompass mal noch irgendwo verräumen, damit der nicht unbedingt. Ah, den kann man auch da hinlegen, das ist sehr praktisch. Damit ich die Flasche noch im Zugriff habe. So, ansonsten denke ich mal, dass hier dann, das war glaube ich was, was wir von dem Drachenraum gesehen hatten, dass wir aktuell Drachen safe sind. Denke ich mal. Okay, hier kann man eine Abkürzung aufmachen. Machen wir mal. Okay, da müssen wir dann schon mal nicht rüber. Schlüssel wieder einpacken. Und nochmal runter. Ich höre nur leises Getrippel. Und kein Drachengetrippel. Schon wieder diese Türen. Viele davon. Ja, da. Da sehe ich was. Ah, und da liegt der goldene BH bei dem Loch. Okay, dann werden wir das Loch zuerst mal markieren. Mit was? Mit unserem goldenen BH. Ich muss Irene nie entlasten. So, BH heißt, Achtung. Heißt, Finger weglassen. Nee, ja, Füße weglassen. So, wo geht's jetzt eigentlich hin? Hatte ich versucht, die Türen einzureißen? Bei Kriegerweg? So, waffenmäßig. Ich glaube, ich habe nur Feuerbälle versucht, weil das bisher immer funktioniert hat. Ihr habt für Teil 1, hattet ihr auch gespoilert, dass es wohl Türen gibt, die mehr Lebenspunkte haben, wo man muss mehrmals drauf rumkloppen, ja. Okay. Haben wir bewiesen? Da wird es runtergehen, aber wir bleiben. Ah, okay, jetzt sind wir da, wo unser anderer BH liegt und ich bin fast reingelaufen. Oh, nur fast. Okay, dann machen wir hier auch mal einen Durchbruch. Gefühlt hilft Spalten mehr. Genau, Spalten scheint wohl der Way to go zu sein. Dann liegt da wieder ein BH. Hi. Wo kommt ihr jetzt her? Macht euch Gift was aus? Frag für einen Freund. Genau, so weiß man nicht. Aber ihr brennt bestimmt verdammt gut. Boom. Können wir nochmal hier ein Gift machen? Und dann machen wir einen Schild, der fliegt. Und hauen weiter. So, Töter. Next one. Hey, nicht weglaufen. Hier bleiben. Dankeschön. So, next one. Gitter sollte safe sein. So, fliegende Fackel. Boom. Hat gesessen. Schitter. Und fliegende Fackel. Boom. Dann hätte ich wahrscheinlich. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich auch bewiesen, dass dort, wo wir aus dem Drachenkeller geflohen waren, dass es keine Sackgasse war von der Seite, sondern dass ich einfach nicht mehr an rohe Gewalt gedacht habe bei Türen. Weil wir die so oft eingefeuerballt hatten, statt sie einzuprügeln. Na gut. Hinterher ist man immer schlauer. Könnt ihr mal bitte vorbeikommen? Da ist eine Tür, dann fühle ich mich von rechts sicher. Wow, Spiel. Warum müssen es jetzt so viele sein? Aber schaffen wir ja. Dauert nur eine Sekunde.
So, die Fackel möchte nicht fliegen lernen. Die auch nicht. Dann wird weiter gebrügelt. Leider haben die keine Keulen, die sie fallen lassen, die man ihnen nachwerfen kann. Das nennt man den Feind mit den eigenen Waffen schlagen. Oder erwerfen. So, fliegen. Sehr schön. Mal das dann nachmachen. Gefühlt wird's weniger. So, wir hatten nur noch eine Fackel ohne Flugfähigkeit. Boom. Ja. Vielleicht wird's doch nicht weniger. So, eine Fackel hätten wir wieder parat. Neben uns ist immer noch eine geschlossene Tür. Boom. Dankeschön. Und das nimmt kein Ende. Dann mach du schon mal bitte nochmal einen Schild, der fliegt. Und dann sehen wir weiter. Weil ich glaube, der erste ist jetzt schon wieder ausgelaufen, weil da oben so ein Zucken durch die Pixel gelaufen ist. Aber so direkt im super Timing neu gemacht, den Schild. Was ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, war, dass Flaus Ausdauer nach unten gegangen ist. Anfang von Teil 1 war das ja ständig Thema gewesen. Und dann irgendwann nicht mehr. Und scheinbar fängt es jetzt wieder an. Boah, liebe Entwickler, also wenn man 10 Mumien schafft, dann schafft man auch 20. Also hätte man das mit den 50 Mumien erst recht nicht testen müssen, dass wir die schaffen. Aber vielleicht kriegen wir noch ein Kämpferlevel. So, nochmal Fackeln vorbereiten. Beziehungsweise fliegende Fackeln. Eine Fackel hätten wir. Fliegen kommt später. Boah. Das ist zu viel, liebe Entwickler. Das ist zu viel. Und ich bin gerade sehr froh, dass wir hier nicht früher waren. Weil schlechtere Waffen, weniger Rüstung und überhaupt. So. Oh, wieder eine Vierergruppe. Hat das, was ich hier tue, überhaupt einen Sinn? Oder gibt es hier irgendwo einen Spawner? Aber ich will nicht eins nach vorne, weil dann könnt's von zwei Seiten Aua machen. Komm mal her. Ich komme nicht zu euch, das könnt ihr knicken. Dann machen wir nochmal einen luftfliegenden Schild. Und ansonsten üben wir an fliegenden Fackeln.
So, fliegende Fackel, komm mal bitte irgendwie ein bisschen mehr zu uns und nicht nur so ein bisschen. Nein. Wow, ich habe einen getroffen. Schaka. So, bei dir sieht es mana-technisch wieder super aus. Flieg und Sieg. Sehr schön. So. Hi. Du bist alleine, du hast eine Treppe da hinten. Keine verdächtigen Gruben. Dann machen wir bitte hier auch mal noch einen Durchbruch. Spalten. Da liegt ein BH, das war unser BH. Okay, dann sind wir hier nochmal im Kreis gelaufen. Dann hätten wir dort oben noch eine geschlossene Tür. Ah, dass wir dort nichts verpassen. So, hier waren wir bestimmt auch schon. Ja, da ist eine Treppe. Sind wir jetzt hier fertig? Denk mal, ja. Okay, wenn es eine Treppe nach oben ist, wäre ich dafür. Ja, ist eine Treppe nach oben. Nee, hier kamen wir her. Da kamen wir her. Da kamen wir her. Ich hab's gesehen. Hier gab's aber noch eine Treppe oder habe ich die eine 10-mal gezählt? Möchte ich nicht ausschließen. Kommen wir hier irgendwo hin? So klopf-klopf-mäßig. Zuerst mal scheinbar nicht. Weil ich glaube. Ah, da ist noch eine Tür. Weil ich glaube nicht, dass wir dorthin. Ah, das ist das Loch, was wir schon mal hatten. Dass wir dorthin sollen, wo wir mit dem Skelettschlüssel aufgemacht hatten. Das glaube ich nicht. So, wieder ein verdächtiges Loch. Karte gucken. Scheint safe zu sein. Nicht bewegen, Löcher. Schön stillhalten. Muss man sich hier irgendwo taktisch klug abseilen? Wir schauen weiter. So, da waren wir schon mal. Da hinten wären noch geschlossene Türen. Unser Schild ist ausgelaufen. Ah, können wir das bitte ändern? Schild fliegend. Wo sind wir jetzt? Irgendwo. Ich habe einen Überblick verloren. Aber das klappt schon irgendwie. Nee, jetzt sind wir wieder. Da kamen wir, glaube ich, mal her. Ja, da hatte ich, glaube ich, den Schädel gesehen. Dann sind wir da wieder runtergegangen. Was fehlt uns hier noch? Weil hier waren die gefühlt 100 Mumien. Die Bodenplatte, die kennen wir noch nicht. Kommen dann Mumien, wenn ich da drauf trete? Wir müssen es probieren. Dann ging die Tür zu. Können wir die Tür aufhauen? Wäre nicht die erste Gittertür, die wir irgendwie klein kriegen. Vorerst mal nisch. Da steht was. Feuerkugeln verboten. Sehr schön.
Es klingt nach fliegenden Schlangen oder fliegenden Gebissen und Rittern. Ich fühle mich gerade im großen Raum nicht so wohl. Ich würde lieber mal noch hier mit den Türen ein bisschen probieren. Ach so, das ist hier einfach nur so eine Tür, wo man einmal um den Block laufen kann. Kann ich hier auch einmal um den Block? Aua. Das ist das Spiel. So, da haben wir uns jetzt durchgemogelt. Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo gemacht. Wie das jetzt. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn am anderen Ende vom Raum eine schöne Waffe liegt. Ja, und dritter, ja, ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir schon mal. Die hatten uns mal den Hintern aufgerissen. Können wir euch bitte vorher schon mal umkloppen? Komm. Nein, der andere kommt nicht. Da war ich nämlich hier komplett mal durch die Mitte durchgestürmt. Shadow hat ein Kämpferlevel gewonnen. Und dann hatten wir vier Ritter am Hintern. Das war zu der Zeit nicht so gut. Okay, hast du irgendwas dabei, was ich looten möchte? Unter deinem ganzen Gerümpel? Schlägt mir gleich ein Ritter ins Genick. Nein, du dann nicht. Hä? Wieso kam unser Wurfgeschoss zurück? Spiel, das war unhöflich. Wir haben uns selbst ein paar Hosen ins Gesicht geknallt. Oh mein Gott. Okay. René, Heiltrank für die nächste Hose. Ihr haut ganz schön zu, obwohl wir fliegende Schilde haben. Hallo? Zack. Flausch, wieso hast du so viel Hunger? Muss ich mir Sorgen machen. Ja gut, Flausch, egal, Flausch macht mal einen Heiltrank. So, kurz Essensstand gucken. Nee, scheint normal zu sein. Okay, ich habe, glaube ich, pro Person einen Wurm eingepackt. Dann stecken wir das mal gerade in die Münde. Das bringt da natürlich nicht so viel. Aber was anderes hatte ich gerade nicht auf Lager. So, und Flausch hat bei der letzten Trinkpause nichts abbekommen, ne? Spiel, mach mir jetzt nicht auf die letzten paar Meter noch Angst. So. Das war eine Sackgasse. Ja, das ist. Ja. Die Axt, die hatten wir schon mal in der Hand. Das ist schon ein bisschen her. Und es endete mit einem alternativen Ende. So, zack, fliegend. Mal ein bisschen Rüstung hochpushen. So, dann werden wir uns gleich die Axt krallen. Die muss ja dann wirklich mega sein. Auch wenn ich den Haarspalter allein wegen dem Namen halt total klasse finde. So, Shadow nochmal ein bisschen hochheilen. Und nachbrauen. Und dann gehen wir zum nächsten. Wieso höre ich eigentlich noch so viele Schritte? Gibt es hier noch 100 Mumien? Genau, das weiß man noch nicht. So, mach den Töter und dann, ja, krallen wir uns die Axt. Muss ich jetzt hier gucken, ob der was irgendwo sonst noch hatte? Oder kann ich davon ausgehen, dass er nichts hatte? Wir sortieren mal kurz durch.
Nee, da war nix. Okay. Spiel. Ich traue mich jetzt an die Axt ran. Müssen wir da was zurücklegen? Jetzt du den Scharfrichter? Packst du den? Nein. Okay, mein Gott, du hast da noch eine Verletzung. No. Ah, trotzdem nicht. Warum sind die Waffen so schwer? Ach, Flauschilein. Können wir die Klinge irgendjemand anderem in die Tasche packen? Ja, können wir. So, wie kriegen wir dich noch auf einen normalen Level? So, David trickte tapfer. Okay, dann sind wir jetzt glücklich. Tschüss, Haarspalter. War schön, dich gehabt zu haben. Ach so, dich wollte ich eigentlich noch da reinlegen. Das löst das Problem. Karte gucken. Okay, dann gehen wir wieder raus. Schau mal, woher die Schrittgeräusche kommen. So, jetzt geht hinter uns wieder die Tür zu. Das stört mich aber gerade nicht. Da kamen wir mal her. So, jetzt haben wir aber wieder dasselbe Problem, dass ich nicht weiß, wohin. Wir können halt in den Drachenkeller, aber dort gab es, glaube ich, auch nur den einen Weg nach oben. Und hier sind wir wieder bei der Abkürzung. Stecken meine Nase Richtung Abkürzung. Auch wenn ich da nicht dran glaube, dass das richtig ist. Na gut, das ist wieder der Anfang. Da haben wir jetzt hin die Abkürzung geöffnet. Also habe ich irgendwo eine Geheimwand übersehen. Irgendwo. Ich höre halt hier auch noch mindestens einen Ritter. Aber wo ist der? Was war mit der Treppe nach da hinten? Das war doch, glaube ich, die Drachentreppe. Da kamen wir gerade her. Guten Morgen. Mich verwirrt das total, dass sich die Karte mit uns mitdreht. Das würde ich gerne deaktivieren. So, da ist der BH, das heißt, da ist ein Loch in der Mitte. Aber da hatten wir alles schon mal abgeklopft. Dass die Löcher hier in der Ecke sind, das macht mich noch ein bisschen nachdenklich. Weil, warum sollte ich da reinlaufen? Warum? So verzweifelt kann ich nicht sein, zumal es hier keine Drachen gibt. So, was hat's mit der Treppe auf sich gehabt? Okay, dann geht's hier zu dem. Ja, da geht's zu dem Wiederbelebungsaltar und zum Anfang. Wir laufen im Kreis und im Kreis und im Kreis. Ich schicke euch in die Pause. Ich laufe noch ein bisschen im Kreis und finde hoffentlich einen Ausweg aus dem Kreis. Also Daumen drücken und bis gleich.